Nein, das ist voll die Hate. Ah, es ist zu Ende, okay. Oh, ich liebe diese Aussicht. Please do not cross. Warum ist da jetzt auf einmal die Police? Die war doch vorher nicht hier. Erhöre meine Gebete. Aber die war doch vorher nicht da. Guck mal, die Leute hier sind alle weg. Scheiße, ich kann ihn gar nicht klauen. Gepriesen sei Columbia! Hab ich da was gehört? Scheiße, es war klar. Okay, ihr fallt es ja nicht anders. Sie haben angefangen, Elisabeth. Sowas nennt man Notwehr. Oh, fuck you, fuck you, fuck you. Ich lauf mal. Ich lauf mal einfach. Ich brauch mal ganz kurz meine Krähen erstmal. Und ich laufe, 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 laufe. Au, Aschi, Aschi. Wo sind sie? Elisabeth? Oh mein Gott, ich habe Elisabeth verloren. Elisabeth? Oh mein Gott, wo ist sie denn? Ich lasse Elisabeth doch nicht zurück, da ist sie. Was denkt ihr denn? Wenn ich drauf gehe, ich beschütze sie mit meinem Leben. So, die haben angefangen, ne? Ich wollte mich zurückhalten, aber sie haben angefangen. Do not cross, do not cross. So, okay. Ich glaube, wir rennen lieber mal. Vielleicht kommen jetzt unendlich neue. Ich wollte ja auch nur Elisabeth hier rausholen. Wo ist sie denn? Lizzie? Lizzie? Oh, guck mal, wie süß. Ich habe ein kleines Krähennest gemacht. Wo ist Elisabeth? Ich gehe nicht ohne Elisabeth weiter. Wo ich hier schon mal bin, kann ich mir eigentlich noch mal einmal kurz Salz holen. Wo ist Elisabeth? Warte. Wo ist sie? Ach, da. Oh, wo kommst du denn her? So. Yes, sorry, Elisabeth. Die haben angefangen, ja? Please do not cross the dead. Die anderen Leute waren ja sowieso schon weg. In Sicherheit, die Bürger, die normalen. Wir töten ja keine Unschuldigen. Nein, wir töten nur die abgerichteten Sektenhainis. Olle. So, ist sie drin? Lizzie. Na, komm. So. Ich hasse Fahrstühle. Oh Gott. Ich hasse Fahrstühle mit Zocken. Was zum Teufel? Stimmt etwas nicht? Nein, nein, geht schon. Ja, ich hasse Fahrstühle. Ich weiß schon, warum ich Fahrstühle hasse. Ich habe keine Angst in Fahrstühlen. Nein, ich habe keine Angst. Oh, geht's? Oh mein Gott, bitte kein Rätsel, ne? Eine Biene, ich hasse diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elisabeth. Ich habe eine bessere Idee. Elisabeth ist immer mehr wie ich. Ich hasse auch Scheiße. Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Okay. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaube nicht. Aber da... Da ist etwas, das ich... Da ist ein Songbird. Da ist ein Songbird. Oh, da ist ein Songbird. Oh nein. Ich versuch's ja. Schließ sie. Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Glaub mir. Bitte, ganz wie Sie meinen. Och, Bukka, Sie wollt doch nur helfen, aber das sieht mir echt ziemlich gefährlich aus, diese Risse. Das haben wir ja auch schon mal im Tower gesehen und ich glaube immer noch, das ist der Grund, warum sie auch eingesperrt war zum einen und warum unsere Arbeitgeber... Sie wollen. Ui, das ist alles nicht so schön. Suche Chuck Jockey in der Hall of Heroes. Ja, das machen wir gleich. Och, Lizzie, nicht schmollen. Ich weiß, du wolltest uns so helfen. Und wir sind ja auch dankbar, aber wir wollen ja auch nicht, dass dir was passiert. Aber du hast eine wunderschöne Rose im Haar. Jetzt siehst du noch süßer aus. So. Ein Kompliment an die Dame, dann wird das schon wieder. Und ein Medikit für mich oder eben auch nicht. Ach, ich habe Munition für Schroti voll. Das ist schön. Schroti, 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 Schroti.
Den Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden schweben dort im Dunst. Von der Welt verleugnet, doch mit des Himmels Gunst. Ich mag die Typis nicht, das sind alles verkackte Georgie Boys. Was machst du denn, Lizzie? Das ist nur Müll. Das ist nur Müll. Da findest du nichts, glaub mir mal. Aber ja, ich verstehe es immer noch nicht ganz mit Songbirdie, was das... Da schmiert das mit dieser... Blablabla, Wind is coming. Ob das von den Vox Populi ist? Ob die das hier geschrieben haben? Frage ist ja nur, warum. Okay, bevor ich da jetzt lang gehe, gucke ich mich hier noch ganz kurz natürlich um. Ihr wisst es ja. Ja, irgendjemand hat hier, glaube ich, schon vor mir randaliert. Diesmal war ich es wirklich nicht. Also wirklich, wirklich nicht. Oh, Klo. Schön. Wenigstens hat man hier immer die Möglichkeit, mal ganz kurz für kleine Buggers zu gehen. Da! Auf Fink Industries. Die scheinen hinter diesem Schock-Jockey-Produkt zu stecken. Die sollten sich was schämen. Diese ganze Stadt sollte sich was schämen, Elizabeth. Fink, das ist doch dieser... Immer noch dieser... Na, von Anfang von der Verlosung. Den kriege ich hoffentlich auch noch dran. Diesen kleinen Arschi, den. Arschi, 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 kleine Arschi. So. Und ich... Was habe ich eigentlich immer mit den Klos? Ich weiß es gar nicht. Für Columbia! Für dich! Oder so. Ist ja auch kein schöner Tod, ne? Während man hier in Ruhe Pipi machen möchte und dann... Ach, guck mal, der lächelt. Guck mal, wie begeistert der aussieht. Er konnte ja für sein Columbia sterben, deswegen ist er glücklich. Der ist glücklich! So. Ja, Lizzie, die sind alle glücklich, keine Sorge. So, hier waren wir an der Seite nochmal. Ich hoffe echt, sie nimmt uns das auf Dauer nicht übel, aber ich kann mich ja nicht einfach töten lassen. Deswegen, ach, Lizzie könnte es ja böse sehen, also lassen wir uns mal umbringen. Nee, lass mal. Versperrt. So. Mal sehen. Fertig. Danke. Da haben wir Schockjockey. Oh, 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 oh. What the hell? Ich hab dich doch gerade. Du blödes Ding, ich hab dich doch gerade gedingst. What the hell? Oh, also manchmal ist das zum Kotzen, ne? Dann leck mich doch so. Ey, ich hab dreimal Possession raufgehauen und es ging nicht. So ein blödes Ding, ey. Jetzt hab ich keine Salze mehr. Ich will keine Karabiner, Leute. Wie oft denn noch? Oh Mann. Jetzt fehlt mir ein Lockpit dafür. Oh, nee. Hier, gut aufheben. Nee, Lizzie, ich könnte gerade viel mehr in so ein Lockpit brauchen. Aber ich brauche ein Lockpit. Oh, eine Ausrüstung, die habe ich gerade gar nicht gesehen. Sorry. Neuer Hut. Beim Schießen haben leere Clips eine 40%ige Chance auf automatisches Füllen, ohne nachzuladen. Hä? Was für Clips? Hä? Nee, finde ich jetzt nicht so toll. Davon abgesehen weiß ich nicht, was das ist. Ich nehme es aber trotzdem mal mit. Habe ich gerade wirklich nicht gesehen hier. Es ist ein bisschen dunkel hier gerade, weil ich so abwechselnd mal am Tag spiele und nicht wie sonst eigentlich immer nachts. Deswegen sieht man das hier nicht so, wenn der Sonne raufscheint und sowas. Naja, aber ein Voxophon. Aber ich will ein Lockpit. Ich brauche ein Lockpit. Ganz dringend. Ich war 40 Jahre lang Soldat. Und jedes heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem weniger Einwohner. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz dar und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Oh, da hat wohl jemand Rache geplant, hä? Beim guten kleinen Comstocky. Ja, nicht alle mögen den kleinen religiösen Arschi.
Kann ich verstehen. Bin ich auch nicht sehr begeistert von. Aber jetzt gucken wir uns mal Georgie Boy an. Gegen wilde Horden, fremdes Heer, nimmt Vater Comstock sein Gewehr und stürzt sich mitten in die Schlacht, zu schützen Columbia vor Feindesmacht. Mann, bist du gut im Reim, Tybi. Bin ja sehr begeistert, nicht? Oh Mann, das nervt mich gerade ein bisschen an, dass mir ein Lockpad dafür fehlt, für den Save. Aber ich habe mich doch wirklich überall umgeguckt jetzt. Oder bin ich schon wieder so blind? Ich weiß es nicht. Das ist doch blöd. Ich brauche ein... Ich sehe hier wirklich gerade nichts. Extrem dunkel ist das für mich. Mist. Oder leuchtet noch was? Aber nee, es ist nur mir die Kit. Oh Mann, oh, wie ich will. Ah, ich hoffe, dann kommen wir hier nochmal vorbei. Auf dem Rückweg vielleicht. Dann haben wir vielleicht... What the fuck? Jetzt rennen doch nicht so Mädchen. Ach, Bockener Bronco. Das haben wir doch schon mal in der Vorführung testen können. Naja, Prost. To launch your enemies into the air. Hold and release to create an eruptive trap. Okay. Drücke rechte Maus und schieße. Okay, ja. Was ich hier aber ein bisschen nervig finde, was ich muss ich mal sagen, dass man hier immer nur zwei ausrüsten kann auf das Schnelldings. Ich glaube, man muss es ja länger gedrückt halten, um das auszuwählen. Und das finde ich ein bisschen blöd. Weil das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, bin ich kein Freund von, wisst ihr? Wenn man dann so hin und her machen muss und ich weiß nicht und ach, weiß nicht. Ich weiß eben nicht, ne? Okay, Closed, okay, aber wir sind hier richtig, ja? Aber ich dachte, ja, ich wollte gerade sagen, wir wollten noch Shock Jockey und nicht Booking. Aber ich sage euch klipp und klar, Cornelius Slade ist kein Held. Wer ist Cornelius Slade? Er hat so lange in Finkten gelebt, dass er geworden ist wie der Pöbel, der dort haust. Ging es nach Slade, säßen diese Farbigen und Kartoffelfresser in Comstock Haus und würden Columbia regieren. Oder in euren Häusern. Und würden mit euren Frauen kopulieren. Also, er hat sich in der Hall of Heroes verkrochen. Okay. Und es ist unsere Aufgabe, ihn da rauszuholen. Wisst ihr was, Leute? Ihr seid alle gestört, wenn er mich fragt. Aber zwar alle zusammen hier. Alle seid ihr gestört. Und wisst ihr was? Ich hasse gestörte Leute, die meinen, sie sind was Besseres. Und zwar so richtig. Ah, fuck you, nein. Mist. Mr. Lenny, ich hab grad keinen Prozession auf der Schnellleiste. Und die Dinger sind ja sowieso nicht. Ich habe nichts. Halt nicht. Ich habe nichts, sagt sie. Was? Ich hab nicht genug Salz. Oh, oh. Geh weg von mir. Wart nach. Timmy. Mein Gott, dann machen wir es halt so. So. Wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Ja, es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen. Oh, guck mal, hab ich nicht eine süße kleine Armee gezüchtet hier? Ja? Ach, Daddy ist stolz auf euch. Ich hoffe, es hat euch geschmeckt, meine süßen Kleinen. Slate? Den Burschen kenne ich. Echt? Kann sich immer noch gern Feinde zu machen. Wieso kenne ich den nicht? Wer ist Slate? So, wo muss ich denn jetzt genau hin? Weil es hier wieder links, rechts, oben, unten... Ah, da ist die Hall of Heroes. Okay, da gehen wir dann zum Schluss rein. So, ich guck mich kurz mal um. Hier ist nämlich noch Salz. Slade sagt mir gerade gar nichts, wenn ich mal ehrlich bin. Ich nehme mal das Maschinengewehr, weil ich glaube, Schroti ist fast... Die Muni... Alle... Schön aufgeräumt habe ich, ne? Guck mal die ganzen... Oh mein Gott, ist das creepy. Oh mein Gott, ist das creepy. Was habe ich hier nur gemacht mit den ganzen Typis? Hm. Hä?
Wieso muss ich jetzt hier hin? Achso, doch, da ist wieder die Hall of Heroes. Okay. Da muss ich hin, aber ich will mich erstmal, wie gesagt, umgucken. Okay, das Kaleidoskop mitnehmen und dann weitersehen.